Was hätten Sie im Jahr 476 nach Christus in Rom gesehen? Dies ist eine Frage, die ich im zweiten Video auf diesem Kanal zu beantworten versucht habe. Aber anscheinend war diese Antwort nicht präzise genug. Und deshalb habe ich beschlossen, ein Folgevideo zu machen, in dem ich versuchen werde, mehr Licht auf diese ziemlich schwierige Frage zu werfen, was wir in der Stadt Rom in diesem schicksalhaften Jahr 476 nach Christus gesehen hätten. Der Grund, warum ich entschieden habe, dass ein zweites Video notwendig ist, ist, dass viele Leute dieses Video anscheinend missverstanden haben, wie aus den Kommentaren hervorgeht. Dies war das zweite Video überhaupt auf diesem Kanal, aber leider musste ich es wegen eines Urheberrechtsproblems entfernen und habe es in leicht veränderter Form wieder hochgeladen, das Sie hier finden können. Link in der Beschreibung. Viele Leute dachten, dass das Kernthema dieses Videos darin bestand zu zeigen, wie absolut intakt und erstaunlich Rom im Jahr 476 nach Christus ausgesehen haben muss, trotz der drei Plünderungen in den Jahren 410, 455 und 472 nach Christus. Aber gegen Ende des Videos sprach ich detaillierter über den heruntergekommenen Zustand, in dem sich viele der Gebäude Roms befunden haben müssen, insbesondere auf der Innenseite. Zum Beispiel waren viele der schönen Ornamente und goldenen Statuen der Stadt sicherlich von den Westgoten, den Vandalen und von Rikimers, Barbaren, in den drei Plünderungen weggetragen worden, und die Tempel waren seit 395 nach Christus schon lange geschlossen. Das Innere vieler Gebäude muss in einem ziemlich ruinösen Zustand gewesen sein. Von außen jedoch müssen viele der Gebäude, insbesondere im Bereich des Forum Romanum und im alten Kern der Stadt, noch ziemlich intakt und überraschend gut erhalten erschienen sein. Es gibt viele archäologische Beweise dafür, dass viele Gebäude sogar noch unter der Herrschaft des ostrogotischen Königs Dietrich repariert wurden, nachdem das Weströmische Reich aufgehört hatte zu existieren und bereits Teil dieses neuen germanischen Königreichs war. Selbst zu dieser Zeit zeigen archäologische Beweise, dass alle großen Bäder in Gebrauch waren und alle Aquädukte noch funktionierten. Es gibt auch Beweise dafür, dass viele Gebäude in gutem Zustand gehalten und repariert wurden. Zum Beispiel wurden Reparaturen im Forum Romanum von dem damaligen städtischen Präfekten von Rom Epiphanius in den Jahren 412 und 414 nach Christus durchgeführt. Dies kann man auf einer Inschrift finden. Aber es gibt noch viele weitere solche Inschriften, die beweisen, dass viele Reparaturen durchgeführt wurden. Eine weitere wurde in den Aventinischen Thermen gefunden, wo eine eingestürzte Wand der Thermen im Jahr 414 oder 415 nach Christus restauriert wurde. Eine weitere wurde in der Nähe des Circus Flaminius gefunden, wo der städtische Präfekt, der Praefectus Urbi Glabrio Faustus, zwischen 421 und 423 ein Gebäude repariert hatte. Viele solcher Reparaturen und Restaurierungen können auch in den späteren Jahrzehnten gefunden werden. Eine Inschrift aus dem Jahr 473 nach Christus, also kurz nach Ricimers Plünderung Roms, zeigt, wie der städtische Präfekt dieser Zeit, Anicius Achillius Aginantius Faustus, das Atrium der Minerva repariert hatte, das während Ricimers Plünderung im Jahr 472 beschädigt worden war. Es war ein Portikus oder Vestibül vor dem Senatshaus der berühmten Curia Julia. In diesem Portikus befand sich eine vergoldete Statue der Göttin Minerva. Die Inschrift verzeichnet nicht nur die Restaurierung durch den Praefectus Urbi, sondern wirbt auch für eine Rückkehr zur, Zitat, Glückseligkeit des Zeitalters, Zitat Ende, wie der Präfekt es geschrieben hat. Zu dieser Zeit residierte der Kaiser Olybrius im Palast auf dem Palatinhügel. Aber selbst nachdem die letzten Kaiser in Rom residierten, gingen die Reparaturen weiter. Im Jahr 484 nach Christus gab es ein Erdbeben, das der Stadt wahrscheinlich erheblichen Schaden zufügte. Aber die Reparaturen wurden sofort unter dem neuen König Uduakar durchgeführt. Und der Senator Decius Marius Venantius Basilius organisierte schnell die Reparatur des Kolosseums, das bei diesem Erdbeben beschädigt worden war.
Bitte liken und abonnieren Sie dieses Video und aktivieren Sie die Glocke, um keine zukünftigen Videos zum späten Römischen Reich zu verpassen. Und wenn Sie eigene Videovorschläge machen möchten, an Umfragen teilnehmen, Fragen stellen, mit mir oder anderen Enthusiasten des Römischen Reiches chatten oder an exklusiven Livestreams teilnehmen möchten, können Sie diese Vorteile erlangen, indem Sie unsere Arbeit auf Patreon unterstützen oder ein YouTube-Mitglied werden. Dank Ihrer Unterstützung werden wir in der Lage sein, viele verschiedene Themen des späten Römischen Reiches zu erforschen. Vielen Dank, Freunde! Später im ostrogotischen Königreich würde Dietrich selbst von Zeit zu Zeit im Palast der Cäsaren auf dem Palatinischen Hügel residieren. Und er verwendete die Einnahmen aus der Weinstur für Reparaturen und Restaurierungen dieses großen, monumentalen Palastkomplexes. Er erließ auch Gesetze erneut, die Plünderer von Gebäuden streng bestrafen würden. Ein Gesetz, das bereits 40 Jahre zuvor von Majorian selbst erlassen worden war. Dies zeigt, dass zu dieser Zeit bereits eine Praxis begonnen hatte, bei der beschädigte Gebäude wegen Baumaterialien geplündert statt repariert wurden. Es gibt jedoch auch andere Beweise dafür, dass Rom nicht in so gutem Zustand war, wie manchmal angenommen wird. Zum Beispiel rief Fulgentius, ein afrikanischer Mönch, nach einem Besuch in Rom im Jahr 500 nach Christus aus: Wie schön muss das himmlische Jerusalem sein, wenn das irdische Rom in solchem Glanz erstrahlt. Das ist kaum etwas, was jemand sagen würde, wenn Rom zu dieser Zeit ein Feld von Ruinen gewesen wäre. Dann, 36 Jahre später, war der oströmische Historiker Prokop von Caesarea in Rom und wir können in seinem Werk Die Gotenkriege, De Bello Gotico oder Buch 8 seiner Kriegsgeschichte lesen. Die Römer lieben ihre Stadt über alle Menschen, die wir kennen, und sie sind bestrebt, all ihre angestammten Schätze zu schützen und zu bewahren, damit nichts von der alten Herrlichkeit Roms ausgelöscht wird. Sollte dies also als Beweis dafür genommen werden, dass Rom auch nach 3 Plünderungen und nachdem die Bevölkerung von 1 Million auf nur noch 100 oder 200.000 im Jahr 536 nach Christus gesunken war, dass die Stadt immer noch in makellosem Zustand war und dass die Herrlichkeit Roms so hell wie immer strahlte? Natürlich nicht. Und das sollte aus dem Kontext klar sein. Natürlich gab es Verfall. Insbesondere die äußeren Teile der riesigen Stadt müssen nach und nach aufgegeben worden sein, als die Bevölkerung schrumpfte. Als ein Erdbeben die Stadt beschädigte, wurden die äußeren Gebäude oder Tempel nicht wieder aufgebaut, sondern ihr Baumaterial geplündert und für neue Gebäude verwendet, wie bereits erwähnt. Als die Gebäude in der Nähe des Stadtzentrums repariert wurden, können wir ziemlich sicher sein, dass dies durch die Wiederverwendung von Material aus eingestürzten Gebäuden in den äußeren Regionen geschah. Es gibt archäologische Beweise nicht nur für die Reparaturen, die wir erwähnt haben, sondern auch für den Verfall. Zum Beispiel muss mindestens eine Säule des Tempels von Mars Ultor um etwa 500 nach Christus eingestürzt sein, sehr wahrscheinlich aufgrund des Erdbebens von 484. Ein Patrizier namens Decius beanspruchte die Säule sofort für sich, wie aus einer Gravur auf dieser Säule aus dieser Zeit hervorgeht. Die Säule selbst wurde jedoch nie wiederverwendet und lag direkt am Tempel von Mars Ultor. Und es ist wieder Procopius, der beschreibt, wie andere Teile der Stadt in schlechterem Zustand waren. Zum Beispiel beschreibt er, wie das Dach des Jupitertempels, das 455 von den Vandalen abgerissen wurde, nie repariert wurde und dass Menschen manchmal sogar Vieh durch einige der Foren trieben. Es gibt auch neuere Beweise dafür, dass die Basilika Aemilia Brandschäden erlitten hatte, möglicherweise während der Plünderung durch Alarich im Jahr 410, aber nur von außen repariert wurde, um ein prächtiges äußeres Erscheinungsbild zu geben. Aber innen wurde sie ausgebrannt gelassen und nicht repariert. Wir können also sehen, dass Rom bis zum Ausbruch der Gotenkriege im Jahr 536 nach Christus instand gehalten wurde, aber es sollte ganz klar sein, dass Rom nicht mehr so glorreich und prächtig war wie vor der ersten Plünderung im Jahr 410 nach Christus. Wie können wir uns also das Rom dieser Zeit vorstellen?
Ich denke, wir können es uns als Inseln der Pracht vorstellen, die mit Verfall vermischt sind, wo einige Teile, insbesondere die inneren Kernregionen der Stadt, in gutem Zustand gehalten wurden mit vielen Reparaturen, sodass zumindest nach außen hin der Anschein von anhaltendem Ruhm bestand. Wir können annehmen, dass zum Beispiel das Forum Romanum um 500 nach Christus immer noch ziemlich beeindruckend ausgesehen haben muss, wie die Ausrufung von Fulgentius bestätigt. Aber natürlich war das Bild im Inneren sehr anders. Obwohl sie von außen prächtig war, war die Basilica Emilia innen wahrscheinlich eine ausgebrannte Hülle und viele Statuen und Verzierungen wurden in den drei Plünderungen gestohlen, sodass zum Beispiel die Bäder von Caracalla oder Diokletian sicherlich nicht mehr so beeindruckend aussahen wie in ihrer Blütezeit. Dann gab es sicherlich viele eingestürzte Gebäude und sich ausbreitenden Verfall, insbesondere in den weiter außen liegenden Regionen dieser riesigen Stadt, denn wir sollten nicht vergessen, dass die Stadt für ihre Zeit wirklich außergewöhnlich groß war, tatsächlich nach Fläche immer noch die größte Stadt der Welt. Wir können also sagen, dass Rom von 476 nach Christus bis zum Beginn der Gotenkriege im Jahr 536 nach Christus ein sehr gemischtes Bild geboten haben muss. Einerseits gab es diese Inseln anhaltender Pracht und Beeindruckung. Insbesondere am Kolosseum, am Forum Romanum und einigen anderen inneren Teilen der Stadt. Aber vermischt mit weit verbreitetem städtischen Verfall, wo insbesondere die äußeren Regionen immer mehr verfielen. Und von Zeit zu Zeit wurden anscheinend einige eingestürzte Säulen einfach so gelassen, wie sie waren, auch in den mehr innen liegenden Regionen, wie es beim Tempel des Mars Ultor der Fall war. Wenn Sie eine Analogie aus der heutigen Zeit dafür suchen, wie das ausgesehen haben könnte, könnte die amerikanische Stadt Detroit einen Vergleich darstellen. In dieser Stadt sind besonders die weiter außen liegenden Regionen verfallen, während der innere Kern in Form gehalten wird und viele Gebäude restauriert und sogar neue errichtet werden. Aber in Detroit sehen wir auch Inseln der Pracht, die mit städtischem Verfall verflochten sind. Einige Gebäude sind überraschend gut erhalten, andere jedoch sind in Vergessenheit geraten. Das ist nicht allzu unähnlich, wie Rom um 500 nach Christus ausgesehen haben muss. Rom hatte ein so gemischtes Bild, dass sogar Prokop in seinen Büchern sehr widersprüchlich ist. Wenn er Rom beschreibt, manchmal lobt er die Sorgfalt, die die Römer bei der Bewahrung des alten Ruhms an den Tag legten. Und dann beschreibt er plötzlich wieder ein Bild des völligen Verfalls. Aber sie muss in Teilen immer noch beeindruckend gewesen sein. Sonst hätte Fulgentius die Stadt nicht so spät wie 500 nach Christus mit dem himmlischen Jerusalem verglichen. Aber wir wissen mittlerweile, dass das wirkliche Desaster für die Stadt mit den Gotenkriegen beginnen würde und dass das Bild bereits um 600 nach Christus wirklich trostlos gewesen sein muss. Ich werde den Zustand der Stadt unmittelbar nach den Gotenkriegen und um etwa 600 nach Christus natürlich in zukünftigen Videos ausführlich untersuchen. Und wenn Sie noch mehr an dem Zustand Roms in dieser Zeit interessiert sind, sind dies meine zwei detailliertesten Videos zu diesem Thema, in denen ich Rom im Jahr 476 nach Christus und im Jahr 536 nach Christus untersuche. Ich sage nochmals Dank an alle Freunde der römischen Geschichte, Gratias Amici Imperii Romani und Benevole.